Hallo und Wattmannshall, wir sind auf den internationalen Schützentagen 2023 in Schloss Grünau am Stand von Blaser und haben ja eins der Top R8-Modelle, die im Moment verkauft werden, am Start stehen, und zwar die R8 Ultimate Silverstone. Aber wir wollen jetzt nicht über die Silverstone, die kennt ihr ja bestimmt schon von unserer Hall for Shooters, Hall for Hunters Seite sprechen, sondern ein Modell, das eigentlich vorher den Namen von Rennstecken bei Blaser eingeführt hat, die Monza. Aber an der Monza ist jetzt was passiert, das hat mit der Silverstone zu tun und das erzählt uns gleich der Reinhard von Blaser. Und wir bringen jetzt ein bisschen Bewegung ins Spiel und gehen mal rüber zu der Monza. Ja, Andreas, das ist das Objekt der Begierde sozusagen, R8 Ultimate Monza. Und natürlich für Monza, die Rennstrecke in Italien, muss natürlich auch rote Akzente gesetzt werden. Erinnert ganz klar an den Sportwagenhersteller aus Italien. Den wir jetzt hier nicht nennen möchten, der Ferrari heißt. Okay. Genau, aber es sind nicht nur die roten Applikationen, sondern wir haben bei dieser Schäftung auch jetzt einen schwarzen Synthetikschaft, also gehen weg von den Naturfarben, Schwarz-Braun-Töne, sondern wirklich Schwarz und Rot. Aufgewertet wird diese Waffe dann durch DLC-Elemente. Wir haben im Bereich Verriegelung, also den Verriegelungskopf, die Kammergriffkugel und auch den Abzug DLC beschichtet. DLC, kannst du noch mal kurz erläutern, was sich hinter dieser Abkürzung verbirgt? Das ist eine besondere Form der Härtung, aber weiß vielleicht nicht jeder. Das ist eine Oberflächenvergütung, ausgesprochen Diamond-like Carbon. Und dieses Diamond-like Carbon ist eine Oberflächenvergütung mit extrem hoher Härteschicht. Richtig. Ja, ansonsten sprechen wir ganz normal von einer modularen Waffe wieder. Also die Monza lässt sich auch wieder konfigurieren. Die Laufwahl, die Kaliberwahl ist unseren Kunden freigestellt. Hier kann er sich austoben mit diesem Design. Ja, also ich fasse nochmal kurz zusammen. Alles schön im klassischen Schwarz gehalten bei der R8 Monza Ultimate oder Ultimate Monza. Und die roten Akzente sollen an bestimmten Sportwagen erinnern, ganz unterschwellig, damit es noch edler wird, wie es jetzt schon wirkt. Ihr habt einen Konfigurator auf eurer Homepage. Da kann ich mir, wie bei allen R8s, natürlich die Waffe so zusammenstellen, wie ich sie haben will, vom Kaliber, von der Laufkonfiguration her. Und wenn ihr dazu mehr wissen wollt, guckt auf die Homepage und lasst bei uns mal vielleicht ein Like, wenn euch das Video hier gefallen hat. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören.